Und es ist schon wieder Samstagabend, es ist rappelvoll. Ich begrüße euch natürlich zu einer neuen Ausgabe von News and Talk. Die 15. VR-Woche liegt vor uns und was darf nicht fehlen? Natürlich erstmal eine Begrüßung hier in die Runde. Ja, ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt und ich schaue erstmal über den Chat, wie ihr das natürlich gewohnt seid, bevor ich hier gleich nie mehr nachkomme. So, der Uwe ist dabei, Fobi82. Shucki 0466, der Cheppy, gute Besserung noch nochmal an den Sheppi hier raus. Blue Eyes Star, dann haben wir Balu wea Aka, Rossglanz TV, nicht zu vergessen bitte, Lady Extreme, Golgi's World, Don Damon, Fetisch, Rainer, Dr. Maskulin, der Chris, der Rolf, Karl-Heinz, Apollo 13, ja, ist heute auch ein Thema hier in der Sendung die .de, der Marco, die Moni, Lola, Sticks, Dellen, der Dennis, Driver Holmes, B Blue Eyes, da wir schon Messer, Joke ist auch dabei, Hunskunst, Pascal, Stefan und die Birgit. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt alle mitgenommen, habt keinen vergessen und wenn, ihr wisst, es ist nicht mit Absicht. Ja, ist schon richtig rappelvoll, hier freue ich mich natürlich, mir ist jetzt schon warm, muss ich gestehen, die Temperaturen steigen. Es wird wieder we are feindlich, das Wetter, so langsam, ne, also ein bisschen wie selber mal wieder, ja, liegen lassen, ne, vielleicht ein bisschen was ruhiges zocken, also ist nicht gerade we are Wetter, so, der Joe ist auch da und wir sind heute erstmal nicht dabei, heute kochen, ja, dann viel Spaß, ne? ich kann nicht kochen, bin ich ehrlich, also bei mir gibt nur Pizza, wenn ich selber koche und der Boogie wird hier gewünscht, ach ja, den müssen wir machen, ne, nützt ja nichts, ne, die Mehrheit liebt ihn einfach immer noch. So, da war ja der heißgeliebte oder auch gehasste Boogie mittlerweile, muss man ja auch mal ehrlich ja eingestehen, dass nicht jeder den Boogie noch sehen kann, aber okay. So, in Nordrhein-Westfalen ist es heute wieder zu warm für We Are, ja es ist wirklich sehr, sehr warm, also ich sitze jetzt hier nur mit meiner Studiobeleuchtung und es wird hier schon richtig, ja, muckelig warm bei mir, ich merke das schon, aber ausziehen tue ich mich nicht, keine, äh, keine Sorge. Und äh, was haben wir noch? Anfang und Ende ist auch noch dabei. Ich grüße dich natürlich auch. Ja, meine Woche war ruhig, muss ich diesmal sagen. Also ich habe nicht viel gemacht. Ne? Ich habe euch das Quest-Update aufgenommen. Da reden wir gleich auch nochmal ganz, ganz kurz drüber. Und natürlich hier, wie heißt das? sagt mal schnell. Habe ich das gar nicht hier drin? Ich habe das nicht aufgenommen. Ah je Leute, ich habe das Balkerspiel vergessen. Ich werde bekloppt hier, ey. Mann, 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 Mann. Aber das kriegen wir gleich schon irgendwie noch gerettet. Also das kriege ich schon hin. Äh, kannst du mal Grid testen? Es hat ein Grafikupdate bekommen. Ich habe Grid mittlerweile auf meiner Brille installiert. Ich habe es geschafft, auf der 128 GB Brille die 31 GB draufzuschaufeln. Ja. Nein, es ist drauf. Also, ich habe es mir jetzt ganz, ganz fest vorgenommen. Ich werde es mir die Tage nochmal anschauen und dann gucken wir mal, wie sich das Ding mittlerweile entwickelt hat. Macht ja auch Sinn, jetzt derzeit nochmal ein Rennspiel anzuschauen. Wegen äh, Superbike, ne, auf jeden Fall. Oder VR-Rider, wie sich das schimpft. Ich habe das echt nicht aufgenommen. Meine Fresse, habe ich das voll vergessen. Ey. Ja, ist egal, ist die Hitze. So, bei dem schönen Wetter bekommt man ein richtig schlechtes Gewissen unter der VR-Brille. Ja, so ungefähr, ne. Ja, sei es drum. Wir wechseln jetzt erstmal rüber ins Retro-Studio, damit die letzten gleich auch noch eintrudeln können, bevor wir hier richtig loslegen. So, da ist er wieder. Ja, vor zwei Jahren, da war äh, Ostern, habe ich beim, Sch äh, beim Schnitt festgestellt, ja, von den Retro-News. Also, das liegt so ein paar Wochen diesmal auseinander, ne? Also, vor zwei, zwei Jahren hatten wir Ostern. Hang On ist auch Retro. Hang On gibt es aber leider nicht in Virtual Reality, ne? War ja auch was, ne? Wozu gibt es Klimaanlagen? Ja, die hatte ich sogar mal, aber so eine ähm, stationäre, also kein Splitgerät. Das Ding ist bollerlaut, laut. Der Schlauch muss aus dem Fenster, das Fenster muss aber dabei geschlossen bleiben, sonst geht die Wärme wieder rein, bringt dann irgendwie nicht so wirklich was. habt das Ding dann irgendwann ja weggehauen. Ne? Ist so. So, ich würde sagen, wir gucken jetzt trotzdem erstmal Retro-News und dann bin ich gleich wieder live von in Farbe für euch da. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ihr schaut bei Erwarts. News and Talk 19.30. Frohe Ostern natürlich. Wir machen ganz schnell die Neuerscheinungen, die ja eigentlich nicht viel waren. Und ähm, ja, es ist Painting We Are 1999. Gut, sind wir durch, sind wir durch, sind wir durch. Da machen wir natürlich noch die Charts. Und Platz 1 natürlich Beat selber. Everyone mit Ingame-Käufen. Ja, also steht da jetzt. Ganz, ganz toll. Ich hau's jetzt Outro raus, sonst laber ich noch mit einer halben Stunde, wie ich mich kenne. Schön, dass ihr alle dabei wart. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche Samstag spätestens wieder. Ja, da ist er wieder äh, live und den Farbe. Spider ist auch noch gekommen. Ja, ich grüße dich. Oh, wie gut rasiert er ist. Ja, das war damals. Ich habe heute nicht. Ich wollte erst, aber ich hatte keinen Bock mehr. Ich bin ganz ehrlich. Ihr seht, ich bin ein bisschen daneben heute. Ne? Ich habe ich hab das vr Bike vergessen. Gibt es gar nicht. Ne? Im Thumb ist es drin und ich habe es hier nicht. Aber das kriegen wir leider noch gerettet. Das kriege ich noch hin. So, Dexter Murphy ist auch noch da. Ich grüße dich. So, Driver Holmes. Hab heute auf der Terrasse 11 Table Tennis in Mixed Reality gespielt. War okay. Ja, aber pass auf mit der Sonne. Ne? Nicht, dass die Sonne dir voll in die Kameras rein donnert. Das ist nicht so der Kracher. Und Ogni ist auch noch da, dich grüße ich natürlich auch. So, Conny Darman, Holy Mary, ist auch noch dazu gestoßen. Es wird richtig, richtig voll. Komm, wir machen hier erstmal so ein bisschen hier was. Ja, was machen wir denn? Wir haben mal was Neues, komm, wir machen den hier. Komm, Häschen, Häschen, hopp, 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 ich krieg dich, ich krieg dich. Ach Scheiße, ein Stock. Passt ja zum guten Wetter, ne? So durch den Wald rennen, Hasen jagen, Stöcker finden und was weiß ich. Und oh, der Frank ist auch da. Und wir schauen jetzt natürlich erstmal auf die Chefschweizer ist auch noch da. Jetzt wird immer mehr. Ich komme hier gar nicht mehr voran. Ich merke das schon. Sabrina ist auch da. Auf jeden Fall in dem Chat. Ah, der zieht jetzt hier nach. Okay. Ja, 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 ja. Es wird richtig, richtig voll. Okay. Jetzt gehen wir trotzdem rüber zu den Neuerscheinungen für diese Woche. <laughs> das waren einige. So, Millennium Virus ist auch noch da, KZH ist da, Blaumann 82 ist Ich glaube, ich muss die Retro-News ein bisschen länger machen, damit die Nachzügler dann noch ein bisschen mehr Zeit haben, hier reinzuschauen. Ich merke das schon. So, die Quest wird mit Update zu Update schlechter. Viele meckern schon über V64, dass die Quest... Ja, schlechter wird, äh, ja so möchte ich das nicht stehen lassen, aber sie wird langsamer oder sagen wir mal ein bisschen anders von Update zu Update. Das habe ich mit der Quest 1 und auch mit der Quest 2 leider so erleben müssen. Ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, ich bin aber noch auf 63 unterwegs, muss ich dazu sagen, aber ich habe jetzt wieder Aufnahmen. Die werden wieder in Mono aufgenommen. Also eine Zeit lang war es ja wirklich Stereo, ja. Und jetzt werden die Aufnahmen wieder in Mono aufgenommen. Ich weiß nicht, was Meta da im Hintergrund immer so bastelt, ja. Also jedes Mal irgendwie nach einem Update da habe ich eine Überraschungskiste, was hier meine Aufnahmen angeht. Aber okay, ich muss damit leben. Da Sei es drum, ne? So, kriegt man hier dann eine Nummer? Ach komm, sicher ich mal eine Nummer, komm her. Handy? Wolltest du ein Handy? Erstmal eine Nummer, hier meine Nummer, ist auch meine Nummer, hier komm, da. merk sie dir, merk sie dir, merk dir meine Nummer, ey du. So, da war die Nummer. Ähm, ja, was mir wieder aufgefallen ist, habe ich aber schon mal erzählt, ich teste ja immer meine Aufnahmen, also ich mache immer so eine ganz, ganz kurze Testaufnahme, wenn ich im Spiel bin, so 5, 6 Sekunden, mache ein bisschen Geräusche, also ob der Ton mit aufgenommen wird, darum geht mir ja dann, ne. Und dann klicke ich auch noch auf dieses Kamerasymbol und dann lädt der ja meine ganzen Videos äh, hoch ne, oder rein in die Quest, wo ich draufklicken kann zum Abspielen. Das dauert. Das ist echt, ich habe letzte Mal mitgezählt, also die 40 Sekunden dauert das, bis sich wirklich die ganzen Dinge aneinander aufgebaut haben. Und ich kann dann kurz auf meine Testaufnahme drücken, ob die auch aufgenommen hat, ja. Ich weiß nicht, warum das Ding so lange braucht, um auf den Speicher dazu zu greifen und das rauszulesen. Also schon sehr, sehr seltsam das Ganze. Das hatte ich bei der Quest 2 überhaupt nicht. Also habe ich drauf gedrückt, da waren so dann alle Aufnahmen, konnte ich gucken, fertig Ende war die Laube. Naja, okay, also die Quest ist immer für eine Überraschung gut, ne? Hier und da, aber äh, sie funktioniert und sie macht einen guten Job, ne? Das muss man natürlich auch sagen. So. so. und dann schauen wir mal jetzt auf die Neuerscheinungen. Da fangen wir jetzt einfach mal an. Äh, hast du schon deine kaputte Lampe ausgetauscht? Die habe ich schon ausgetauscht, sonst würde ich hier im Dunkeln sitzen, ne? So, jetzt machen wir erstmal Black Trail. Ja, das Ding. Vor ein paar Wochen, wie der Zufall das wollte, hat mich der ein oder andere über die Kommentarfunktion von den Videos auf dieses Spiel aufmerksam gemacht. Ich hatte das vorher gar nicht auf dem Schirm. Ich wusste überhaupt nicht, dass überhaupt ein Western-Spiel irgendwie in der Mache ist. Und ja, jetzt ist auf einmal erschienen. Und ich habe es dann auch relativ zeitnah bekommen, sogar ein, zwei Tage vorher. Leider die Beta-Version. Und bei mir war noch ein Fehler drin. Der Entwickler hat sich auch mittlerweile bei mir entschuldigt. Aber ihr kennt mich, ich zeige euch das so, wie ich es bekomme. Ne? Die zweite Mission konnte ich leider nicht zu Ende spielen, weil immer mittendrin sagte mir, das Spiel auf einmal, ich habe den Zug verpasst. Ja? Oder ich habe den Sheriff getötet, obwohl die Indianer vor mir waren. Also da war voll der Bug drin. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich jetzt mittlerweile updaten kann auf die reguläre Version. Dann werde ich es auch durchspielen, möchte ich nämlich auf jeden Fall. Und es ist wirklich ein klassisches Westernspiel. Was jemand in den Kommentaren geschrieben hat, es würde sich anfühlen wie Arizona Sunshine, nur ohne Zombies und halt im Wilden Westen fast so ungefähr möchte ich gerne sagen. Also es sind acht Missionen, was ich gesehen habe. Man spielt einmal den Cowboy, einmal den Indianer. Wenn man keinen Indianer spielen möchte, kann man das switchen in einen Banditen, wenn man da irgendwas gegen hat. Ne? Ihr kennt das, das ist ja derzeit so ein Thema mit Indianer und Tralala, ne? Und ähm, ja, und dann kann man das halt wie gesagt fast press person like zocken. Das macht Laune, das sieht relativ gut aus, da kann man eigentlich nicht meckern. Nur hat der Preis von 35 Euro liegt mir noch so ein bisschen Schwer im Magen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, erste Mission hatte ich relativ schnell durch. Die zweite weiß ich nicht, wie lange sie noch geht. Ich werde es morgen nochmal wieder probieren. Also morgen gehe ich vor die Kamera mit dem Ding. Ähm, dann sind 35 Euro natürlich schon eine Hausnummer. Also bei 35 Euro verlange ich schon eine gewisse lange Spielzeit. Aber so die Story, wie die vorangetrieben wird, das Ganze erzählt drumherum und so, das macht schon Nauen. Es sind verschiedene Waffen, die man alle ausprobieren kann. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, äh, wie es weitergeht. Also West-Spiele gibt es ja wirklich nicht viele in Virtual Reality. Es ist kein Red Dead Redemption, das muss man ganz ehrlich äh, sagen. Es ist keine Open World oder so, ne, wie man das kennt von dem Spiel. Aber es macht trotzdem Laune. Also ich spiele es jetzt erstmal durch. Danach kommt ja irgendwie noch so ein Skirmish-Mode oder irgendwie sowas. Ne? Irgendwie so ein offenes Ding da. Das kann man dann spielen, wenn man alle Missionen hinter sich hat. Und dann sage ich euch später nochmal final dann im letzten Video halt Fazit, ob die 35 Euro wirklich angebracht sind. So, René ist auch da. Ich grüße dich. Ähm, Black Trail gefällt mir auf jeden Fall später. Jetzt ist ja auch nicht schlecht. Es ist kein Triple A-Titel, das muss man leider sagen. Deswegen auch die 35 Euro, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe. Ja, aber es ist schon über Indie-Niveau. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es, es, es ist irgendwo dazwischen. Ja, ähm, aber es macht Laune und die Atmosphäre kommt sehr, sehr cool rüber, muss ich sagen. Und die Gegner, die sind bockschwer hier. Ich habe die dann echt mal, also die haben es mir voll gegeben. Hier, guck mal. Dose. Stirb! So, geschafft. Ja, ich habe die nämlich nicht getroffen und dann, ne, aber dann habe ich es denen gegeben, ja, den bitterbösen Dosen hier, ja, die legen sich nicht mehr mit mir an. So, oh, 10 Stunden bist du durch, Circa 10 Stunden geht sogar, wenn dann die, ähm, ja, wenn der Spaß dabei ist und alles, ne? also wenn es damit auch von der Abwechslung her passt und so, also 10 Stunden hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt so mit 4, 5 gerechnet, ne? also dann scheinen die anderen Missionen ja doch ein bisschen länger zu werden, aber ich werde es ja sehen, ne? also 10 Stunden hört sich schon mal sehr, sehr cool an auf jeden Fall. So, Arizona habe ich für 8 Euro bekommen und zurückgegeben. Der Arizona 2, okay, ich habe es auch gar nicht durchgespielt, ne. Nexus, Liner G, ich grüße dich für 25, da mache sie nichts falsch, 25 Euro für Assassin's Creed, das ist mega. So, Hero for Love ist auch da, ich grüße dich. Ähm, ne, der erste Teil, okay, aber gut, für 8 Euro, den ersten Teil kann man spielen, klar ist... Ist retro, dann würde ich jetzt mal so sagen, ne? Aber okay, er ist alt, ne? Also irgendwann funktioniert er wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? So, im Parian bin ich zu spät für Easy. Nein, Easy ist immer da. Wer Easy will, kriegt natürlich auch die Easy hier. Und? You're the winner, honey. I think we should do this again. Ne, mach ich nicht nochmal. Aber danke schön. Ich dachte, wir gehen jetzt essen oder so. Darf man noch Dosen sagen? Also da habe ich noch nichts zugehört. Also noch darf ich Dose sagen, ne? Da macht er einfach Gulasch aus den Dosen, ja so ungefähr, ne? Ja, ich habe die echt nicht getroffen vom Weiten, ne? Ist leider so. Ja, Gulasch habe ich aber auch. Hier komm, komm, machen wir nochmal mal Gulasch hier komm. Dö, dö. Guck mal, die kann man jetzt so hacken, ey. Stück für Stück. Okay, da wird nichts mehr von übrig. Ich mache hier Gulasch, Gulasch, Koboldgulasch, Gulasch, Gulasch. 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 Super, guck mal, nichts mehr von übrig. Ich habe alles gegeben. Aus leicht metall geformter Rundkörper. Sehr schön umschrieben, Shepi. Also, ich schmeiße mich. Okay, ich habe die aus leicht metall geformten Rundkörper dann um die Ecke gebracht. Ja, wenn man das noch genau sagen darf. Dosengulasch mit Rüstung. Okay, ich merke schon, das geht hier in eine komische äh, gulasch dosen Und deswegen machen wir mal weiter mit der nächsten Neuerscheinung. Achso, Black Trail soll glaube ich auch noch für die Quest irgendwann erscheinen, ich meine ich habe da irgendwas gelesen, da soll glaube ich noch mal jemand auf die mobilen Headsets kommen, mal schauen wie sich das dann optisch schlagen wird, aber derzeit nur über PC, ne? ich meine PSVR 2 habe ich auch gelesen. Gut, machen wir jetzt trotzdem weiter mit der nächsten Neuerscheinung, die gar keine richtige Neuerscheinung ist und die Rede ist von Toy Monsters, habe ich damals schon via App Lab gezeigt, deswegen habe ich mir jetzt ein zweites Video gespart. Aber es hat sich natürlich eine Menge, Menge getan. Ihr könnt das Ding jetzt mittlerweile komplett mit Handtracking zocken in Mixed Reality. Und das soll sich sogar richtig, richtig gut anfühlen bei dem Spiel. Ist natürlich Plants vs. Zombies. Ihr kennt das, auf der rechten Seite vom Spielfeld kommen die ganzen Bösen. Und ihr müsst dann halt links. Immer eure Figuren setzen und dann müsst ihr Sonnen oder was weiß ich, Sterne einsammeln, damit ihr Energie bekommt, um neue Figuren aufs Spielfeld platzieren zu dürfen und so weiter und so fort. Kostet faire 15 Euro, da kann man eigentlich nicht meckern, wer auf so eine Art von Spiele steht. Ist ein kleines, feines Spiel und solange es dann bei diesen Preisen auch bleibt, ist das auch alles völlig in Ordnung. So, Golgi schreibt schon, Toy Monsters ist toll in Mixed Reality. Ja, vielleicht soll ich es mir doch nochmal angucken in Mixed Reality. Ich schau mal, ich schau mal. Ist ja jetzt eh wieder alles ein bisschen weniger, ne, was ich zu tun habe. Ähm, der Sommerloch kommt so ganz, ganz langsam schleicht es heran. Ne? So, und dann ist erschienen und da haben sich dann viele Seiten verdannt, viele Webseiten. Da standen überall, ist jetzt für die Pico und für die MetaQuest erschienen. Nein, für die Pico ist es schon vor Monaten erschienen. We Are Skater SL, jetzt auch auf der MetaQuest unterwegs und ich habe das damals ja für die Pico gezeigt. Auch schon mal für den PC. Und das ist ja Skateboardfahren fahren. Und das ist echt mega tricky, weil ihr das Ganze ja mit den Controllern macht. Die müsst ihr dann so schwingen und was weiß ich, damit ihr dann so einen Flip macht. und Also das ist wirklich sehr, sehr schwer. Aber wenn man es hinbekommt, ist das echt ein sehr, sehr geiles Gefühl. Also da ziehe ich echt meinen Hut, dass man das geschafft hat. Ein Skateboard-Spiel wirklich, ja, versucht über die Touch-Controller irgendwie so hinzubiegen, dass es sich gut anfühlt. Und das tut es auf jeden Fall. Ich weiß, auf der Pico war es knackscharf, also ich gehe mal davon aus, dass es dann auch auf der Quest auch technisch sehr, sehr gut aussehen wird. Kostet 25 Euro, Mann. Ich habe mir das aufgeschrieben. 25, ja genau, 24,99. Da ist natürlich ein Preis. Das ist natürlich so ein Spiel, was wirklich nur Fans. Ähm, ja mehr oder weniger ansprechen wird. Also ich glaube, so der Normalspieler, das könnte ein bisschen zu schwer werden, das Spiel. Also ich hätte da auch keine Ruhe für. Man muss da wirklich Ruhe für haben und man sollte sich vielleicht auch ein bisschen mit Skateboardfahren auskennen, damit man auch die ganzen Tricks ein bisschen begreift, worum es da geht, hin und her. Aber ansonsten ist das ein super tolles Dingen. So. Wie ich dachte, Pico ist tot. Pico ist noch nicht tot. Pico ist nur langsam, ne? muss man zurzeit sagen, weil ich habe jetzt ja nicht meine Spiele bekommen. We are Skater, brauche ich auch. Ja, macht er. Also auf jeden Fall auf der Pico hat das wirklich mega performt, muss ich sagen. Das ist richtig Laune gemacht, auch Soundtrack, alles richtig geil. Also kann man machen. 25 Euro ist wie gesagt eine Nummer, aber man merkt, dass die Entwickler wirklich mit Herz dabei sind. Das ist wieder so ein Spiel, wo man das wirklich merkt, da will nicht nur irgendwie die Kuh gemolken werden. Also da sind wirklich die Entwickler mit dem Herzen dabei. So, ich war schon für Tony Hawk zu blöd, ich auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, selbst mit Controller, ne, ich hab immer nur Flips hinbekommen, da muss man doch nur einen Knopf drücken, da war es auch schon, ne, ich hab das nicht hinbekommen, aber ich es mir damals gekauft für die Xbox 360, meine ich, irgendwie sowas, ne. Hast du einen Wildschwein in der Buchse? Weiß ich nicht, muss ich das Wildschwein fragen, äh, guck mal hier. Was soll der denn hier? Ey, ich hab ein Wildschwein in der Buchse so Early Gaming ist auch da und Golgi schreibt sehr bewegungsintensiv jedoch toll hinbekommen. Ja, da ist ja mein Reden, sie haben es wirklich super hinbekommen, obwohl man ja die Füße nicht tracken kann und man die Controller nutzen muss, um äh, das Skateboard zu bewegen und die Tricks zu machen, aber also, das haben die wirklich super hinbekommen. Und wenn man das, wie gesagt, auch dann selber hinbekommt, ja, wenn man da wirklich mal so runterrauscht die Rampe und dann so einen Jump macht und einen Flip macht und das funktioniert alles, man kommt wieder richtig auf, ähm, das ist schon ein irres Gefühl, also wirklich toll auf jeden Fall. So, gibt es ein Raffling für Skater? Da kann ich leider nicht mit dienen, weil ich habe es ja nur für die Pico. Gab mal einen Skater-Controller, wo man richtig draufstehen musste. Das weiß ich nicht. Kann sein. Ganz, ganz weit entfernt. Ja, da war mal was, ne? Ich meine, das war auch für Tony Hawk oder irgendwie sowas, ne? Ganz, ganz weit entfernt. Aber ich glaube, das Ding ist voll gefloppt. Ne? Irgendwie war da was. So, Tor One Hannover ist auch da. Dich grüße ich natürlich auch. So, und jetzt kommen wir zu den Pico-Neuerscheinungen. Es war verspätet eine. Und das war AstroChef. Ja, ein Kochspiel für 19,99 Euro, welches ihr für die Quest auch im Applet zu finden habt. Ähm, ja, ich habe angefragt. Am Donnerstag direkt, ne, also abends, ich habe auch direkt eine Antwort bekommen, ich soll es bekommen, aber da ich jetzt die Spiele von letzter, oder von letzter Woche, also C-Smash und von vorletzter Woche, Vampire, jetzt erst bekommen habe, kann das natürlich ein bisschen dauern. Ich kenne es nicht, deswegen habe ich da jetzt nochmal angefragt, ich weiß, Kochspiele kommen nicht an, das wird wahrscheinlich wieder so ein Video, was sich wahrscheinlich keiner angucken wird, weil wegen Kochspiel, aber man muss sagen, vom Trailer her, es sind einige Sachen drin, die man so aus anderen Kochspielen nicht kennt, also das Ding wirkt ein bisschen Größer, ne? als wenn da ein bisschen mehr zu tun ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich zeige es euch irgendwann die Tage, wenn ich es dann bekomme. Und ähm, ja, und jetzt am Wochenende dann, wenn wir schon bei Pico sind, C-Smash werde ich euch zeigen. Vampire werde ich mir anschauen. Ich habe auch dieses, was war das? Vampire Walls oder was es war, haben die mir auch mit reingepackt. Okay, ich gucke es mir an. Ich weiß jetzt schon, was auf mich zukommt. Aber ist egal, ich mache es. Ich tue mir das an. Noch so ein 2,99 Dingen da, aber schauen wir mal. Aber jetzt erstmal Astro Chef. Wie gesagt, für die Pico erhältlich. Könnt ihr wieder. Kochen, wenn ihr gerne möchtet. <laughs> so, Maggie Joe aus Müllheim ist auch da. Ich grüße dich. Tony Hawk 1, 3, habe ich komplett Ich habe das nicht gerafft, ehrlich nicht. Das war mir zu viel mit den ganzen Knöpfen da und. Nee, nee, nee. Äh, oh, dann ist das Game ja direkt in den Charts von Pico bei einem verkauften Game. Ich glaube, mit einem verkauften funktioniert das auch nicht so ganz. Also da haben wir ja schon mal drüber philosophiert, ne, wie die Pico-Charts zustande kommen. Ich weiß es nicht, aber ähm, okay, die meisten Verkäufe werden sie nicht haben. Da sind wir uns natürlich einig. So, er hat ja, C-Smash gesagt. Ja, ich habe C-Smash gesagt, ich habe es bekommen. Ich, werde es, ich habe mir das extra für die Pico aufgehoben. Und ähm, ich werde es jetzt morgen aufnehmen. Ja. Ob ich es morgen noch geschnitten kriege und vielleicht noch ein Sonntagsabends-Video rausschmeiße, weiß ich noch nicht. Ansonsten Montag, definitiv. Ähm, wenn du online ein Spiel machen willst im Video, ich biete mich an. Ja, ich gucke erst eine Runde alleine rein und dann können wir gerne nochmal schauen, dass wir das gerne mal im Multi spielen, weil das habe ich im Multi auch noch nicht gespielt. Aber ich muss mir das erstmal anschauen, wie sich das auf der Pico so schlägt. Ne? Und dann schauen wir. So, der Michael ist auch da. Dich grüße ich natürlich auch. Ja, das waren die Neuerscheinungen. Eine habe ich jetzt vergessen, aber das machen wir gleich über den app -Lab Store, nämlich We, 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 We Rider, ne? We are Ida, ne? We are Ida geschrieben. We are Rider. Da kommt man natürlich auch nochmal drauf zu sprechen, das machen wir dann wieder über den App-Lab Store, das ist nämlich auch noch neu erschienen. So, und jetzt schauen wir erstmal, was euch die Tage noch so erwartet. Ja, für die PSVR 2 wurde was angekündigt und deswegen habe ich gerade äh, am Anfang gesagt, Apollo 13 ist heute Thema. Das war ja eine Mondlandemission oder sollte eine geworden sein, irgendwie sowas. Und die ist voll in eine Buchse gegangen. Ne? Also, es war nämlich alles Fake, das war gar keine Mondlandegeschichte, das war irgendwie so eine Zeitreise-Gedöhne. Und ähm, ja, jetzt muss man wieder zurück in die Zeitreise oder in die Zukunft, irgendwie sowas. Und ja, siehe da, es ist dann ein. Doom-Shooter geworden. Also, man ist wieder auf so einer Station unterwegs und dann bilden sich irgendwann Portale und dort kommen dann halt die ganzen Viecher raus, Dämonen, die ihr alle kaputt schießen müsst. Ist alles nichts Neues, erinnert wirklich sehr, sehr stark an Doom. Von der Optik, ja, ist es ist okay für die PSVR 2, wenn es wirklich nachher so ist wie im Trailer, ja, das muss man dann schauen. Aber so von der Spielart, von der Machart hat man das alles schon tausendmal gesehen, also da findet das Rad jetzt nicht neu. Und die Gegner laufen wirklich, ja, sehr doof auf einen zu, muss man schon sagen, ne, wenn man so den Trailer sieht. Also ich glaube, das ist einfach nur so eine Ballerbude und das war es dann auch wieder, ne. Also es holt mich jetzt nicht so mega ab, muss ich ganz ehrlich sagen, aber okay, vielleicht ist ein bisschen Story hinter, vielleicht ist ein bisschen Atmosphäre noch dahinter, müssen wir sehen. Also Apollo 13, The Lost Tapes, We are, erscheint dann jetzt für die pswr 2, ich habe glaube ich sogar das Datum, im April, also diesen Monat noch. Ich weiß noch nicht, ob ich da anfragen soll, es sieht mir doch ein Buschel zu gruselig schon wieder für mich aus, aber ich schaue mal, ich schaue mal so also ein bisschen. Reizt es mich ja vielleicht doch mal so ein bisschen rumzuknattern wieder auf der pswr 2. Ah, ich gucke mal, ne? So, kein Dead Space, in Dead Space würde ich nie zocken in Rituality, nein, nein, würde ich nie machen, also, aber das wäre schon geil, ne, ich glaube, das würde viele Fans finden, ne, hat erst interessant geklungen, aber dummige Ballerei, ja, so ungefähr, so sehe ich es auch, Phobi muss ich ganz ehrlich sagen, also, da haben wir eigentlich schon zu viel von gesehen mittlerweile, ne, ähm, aber vielleicht wird es ja doch besser, wie mir scheint, ne, möchte ich mal gerne so sagen. So, ich liebe meine Wii A2 auch, möchte sie nicht hergeben, verstehe das Geheule nicht. Ja, das Geheule ist einfach, dass Sony nichts investiert. Ne? Ähm, man, man hat ja da wirklich sehr coole Spiele. Wir wiederholen uns ja hier mit Wipeout und Astrobot und was es da alles gibt. Ne? Ähm, da hätte man wirklich äh, was machen können. Und man hat natürlich auch noch andere große IPs wie, äh, wie God of War, ne? ähm, Uncharted und so weiter. Und da kommt leider gar nichts seitens Sony. Und das finde ich ein bisschen schade. Also, ähm, man hat gesehen mit Gran Turismo, was wirklich möglich ist. Ne? Ähm, aber. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass doch nochmal irgendwann was Großes, Tolles dafür kommt. So, die PC Games hatten über Gerüchte über Sony von einem neuen Astrobot gehört. Ob in VR oder Flat wussten sie noch nicht. Ja, wenn jetzt ein neues Astrobot in äh, Flat kommt, also weiß ich nicht, dann verstehe ich Sony nicht. Weil das ist ja wirklich ein Aushängeschild für die erste PS VR 1, ne? Das Bot, ne, auf jeden Fall. Dann machen sie das, äh, dass man das mit beiden Systemen spielen kann. Flat und VR, dann wäre es ja auch in Ordnung, ne? Aber ich würde es natürlich dann in VR vorziehen, weil das wirklich ein Mega Bombenspiel ist. So, was hältst du denn von dem Quest-Abo? Ah, fragt der Frank. Ja, mittlerweile ist es okay, muss ich sagen, weil ich bekomme ja jetzt eine Bibliothek dabei, die sich zwar auch wechselt. Wir wollen jetzt jeden Monat in News and Talk ein bisschen verfolgen, ähm, wie sie sich wechselt. Ich habe mir die ja jetzt aufgeschrieben, was jetzt aktuell drin ist, und wir schauen dann am nächsten ersten, ob welche Spiele rausfallen und wie oft Meta jetzt wechselt in Zukunft. Ja, aber jetzt ist wenigstens ähm, eine feste Bibliothek drin. Also man bekommt jetzt nicht nur zwei Spiele jeden Monat dazu, die man dann auch behalten darf, solange das Abo läuft, also man kann auch direkt loslegen, ja? und das finde ich schon gar nicht verkehrt, wenn einem die Liste zusagt, ja, die aktuelle, und man sagt, hey, das meiste habe ich überhaupt nicht, dann kann man das natürlich gerne mal für einen Monat mitnehmen, Aber man kann es ja monatlich kündigen, das ist natürlich der, das Coole daran, also man muss jetzt nicht für ein Jahr unterschreiben, dann wäre es natürlich Blödsinn, ne? also wenn man das alle vier Wochen dann wirklich ähm, kündigen kann, dann kann man da ja gerne mal reinlooken und dann das eine oder andere vielleicht mitnehmen, was aktuell in der Liste ist. So, Dead Space wäre echt übel. Das wäre mega übel auf jeden Fall. So, Max Mustard, nicht vergessen, geht in die Richtung. Ja, Max Mustard ist sehr, sehr cool. Aber ich muss auch wieder heute schon sagen, ich spoiler schon mal, es ist wieder nicht in den Charts vertreten. Und wir werden es wahrscheinlich auch nie sehen. Außer es wird wahrscheinlich irgendwann mal im Sale landen. Und das ist genau das, was ich ja befürchtet habe. Jump and Runs kommen nicht an. Also, Zombies ballern, das muss schon drin sein, das ist halt die Nummer 1, sowas verkauft sich, ne? Max Mustard leider nicht in den Charts vertreten. So. Äh, was du mal mit Easy essen. Nee, <laughs> das habe ich noch nie geschafft. PSV 2 Matschelinsen, Mini Sweet Spot unbequem, riesen Klopper, billiges Plastik und viel zu teuer. Äh, jein, also Pff, zu teuer finde ich sie mittlerweile. Was heißt zu teuer? Also, wenn ich sehe, was ich an anderen Headsets für dasselbe Geld bekomme, die dann sogar noch autark laufen, dann muss man mittlerweile wirklich zugeben, dass sie ein bisschen zu teuer ist. Das äh, äh, Eye-Tracking ist natürlich eine geile Sache, wird aber viel zu selten genutzt, muss man irgendwie auch so sagen. Ähm, und nur das Rumble im Headset, ja, es ist geil, wenn es richtig unterstützt wird, aber das rechtfertigt natürlich auch nicht 599 Euro. Ne? Es wäre so viel drin mit der PSVR 2, auf jeden Fall, also... Es ist sehr, sehr schade, ne? So, es gibt, glaube ich, in anderen We für das erste Dead Space. Ne, es interessiert mich nicht. Brauche ich nicht. So, ich feiere sie auch, die ps 2 zumal es die Brille im Moment für 499 gibt. Denn danke Gaming brauche ich keine ps 2 aber war auch nicht billig mit 4080. Oh, 4080 kostet schon eine Stange. Viel Spaß auf jeden Fall damit. Kann man mit Easy essen gehen. dann du kannst mit ihr. Basket, äh, Baseball, Basketball, Baseball, Volleyball spielen, siehst Du, du machst mir schon ganz fertig mit deiner Easy. So, der Parrot ist auch da. Ich grüße dich natürlich. Die Sunny ist auch da. Komm, wir machen hier mal. Komm, wir grüßen mal hier hier, komm. Ich 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 die, die mal hier alle hier. Komm. Ich 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 die zu ja, ich 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 die zu Haya. So. Und wir machen mal einmal. Komm, wir machen mal hier den, den aktuellen hier kommen. So, ja, ja, ihr seht schon, ihr, ihr streitet euch schon wieder über die PSVR 2, ne? Weil ihr diskutiert ist ja kein Streiten. Okay, Leute, jetzt brauche ich aber eure Hilfe, weil es ist was angekündigt worden im äh, Quest Store für diesen Donnerstag schon. Jetzt muss ich gucken hier, ne? der alte Mann hat keine Brille auf. Umur, Umurangi Generation VR. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Ding anfangen soll. Also ich habe es irgendwie so verstanden, unsere Welt ist nicht mehr die Welt, wie wir sie kennen. Sie liegt in Trümmern, keine Ahnung, äh, Mad Max, ich weiß es nicht. Und ähm, ja, wir laufen jetzt irgendwie da so Sandbox-like rum und können Fotos machen und können dann irgendwie die Welt verändern und mehr habe ich daraus irgendwie nicht rausgehört, gelesen, wenn ich den Trailer mir anschaue. Ähm, holt mich das jetzt auch nicht irgendwie ab? Das sieht irgendwie aus, als wenn man irgendwie auf LSD unterwegs ist, irgendwie so. Jetzt schreibt gleich wieder einer. Sascha kennt LSD? Nein, ich habe noch nie LSD genommen. Ich kenne das nur so ähm, ähm, aus den Hören sagen, wie das aussehen soll. Ähm, ja, also ich kann mit dem Dingen auf jeden Fall nichts anfangen hier. Das soll jetzt am Donnerstag erscheinen? Ich weiß noch gar nicht. Ich hatte überlegt, anzufragen. Ich habe noch niemals eine E-Mail-Adresse gefunden. Äh, man kann aber mit denen in Kontakt treten, um zu fragen, ob man sie überhaupt streamen darf. Und da stand dann direkt, äh, da braucht man nicht für Fragen, darf man. Irgendwie so ganz, ganz komisch. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es ausfallen lasse. Also wenn ihr da irgendwie zu kennt, also das Ding soll glaube ich, irgendwie auch in Flat geben. Irgendwie habe ich da was gelesen. Aber das sagt mir gar nichts. So, so Sohio ist auch da. Ich grüße dich natürlich. Und jetzt wird hier über die PSVR 2 heftig diskutiert. Ja, macht dir mal. So, da habe ich auch keine Ahnung, aber Pokémon Snap habe ich gesüchtet. Könnte spaßig sein. Pokémon Snap, also sowas irgendwie so, dass ich da irgendwie was fotografieren muss zum Sammeln und so, ich weiß es nicht. Das Fotomachen-Game, ja, ich habe echt keine Ahnung. Das ist aber wieder was Japanisches, wieder was ganz Kurrilles hier. Ne? Schauen wir mal. Na ja, gucke mal So, ich freue mich auf Metro We Are Stand Alone. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf freuen soll. Aber für euch freue ich mich natürlich darauf. Weil ich stehe doch nicht hier auf sowas. Hier, guck mal. Ah, bist du bescheuert. geht doch weg, ey. Meine Fresse, ey. So. Bin nach Half-Life so enttäuscht, dass die Grafik nicht zur Norm geworden ist. 90% der Grafik sind eher meh. Ja, also... Ja, es ist halt... Die mobilen Headsets sind halt die Lead-Plattform. Darauf wird sich konzentriert, weil man damit Geld verdienen kann. Ne? Das ist Fluch und Segen ne? mit der Metageschichte. Ne? Sie haben sehr viel getan mit der Quest, aber es gibt natürlich auch Nachteile. Und das ist halt einer der Nachteile, dass dann sehr viele Mobile-Games erscheinen. Ne? Ist ja jetzt zum Beispiel auch mit dem UEA ist ja vielleicht auch Fluch und Segen, dass vielleicht ein bisschen Entwickler sagen: Wir machen gar keine uea. Äh, Ports über überlegen, überhaupt nicht da dran, weil über den UEVR gezogen und fertig ist die Laube. Ne? Auch mit den Flat 2 VR-Studios. Ne? Die haben wir jetzt, glaube ich, habe ich auch was äh, gelesen. Die haben wir jetzt irgendwie mit Sony, sind die da im Gespräch, dass die eventuell äh, Sony-Flat-Spiele in VR portieren. Für die PSVR 2. Ähm. Frage ist natürlich, was die für einen Job machen, wie das nachher alles aussieht. Das muss ja natürlich erstmal alles ein bisschen anlaufen, dann müssen wir das Ergebnis sehen. Ähm, das ist immer Fluch und Segen solche ganzen Geschichten, ne? Aber schauen wir mal. So, scheiß auf Grafik, solange es nicht flimmert und Spaß macht. Also flimmern geht gar nicht, da bin ich natürlich bei dir. Äh, Spaß machen ist natürlich auch Prio 1, klar, aber natürlich das Auge ist mit und je detaillierter irgendwas ist, umso ja, mehr ist man natürlich drin im Spiel. Das ist schon ganz, ganz klar. Oder es sind da halt Spiele, die das nicht so ganz benötigen, wie Walkabout Minigolf, das funktioniert einfach so, wie es ist. Ne? Das braucht keine pompöse Optik oder so, ne. Und von daher, aber wie gesagt, Auge ist schon so ein Buschel mit. Ist natürlich schon sehr geil, wenn man äh, gerade, ich sag mal wie bei Black Trail, wenn das alles ein bisschen besser, ein bisschen gehobener aussieht. Und es hätte jetzt nicht diese ähm, Mobile-Optik von der Quest, ne? Das ist einfach so, ne? Wie soll man in VR Spaß haben? <laughs> Sascha, einfach das Licht ausmachen. Genau, ich mag das Licht aus, komm hier. Oh, zwei auf einmal. Irgendwas ist hier gerade geplatzt. Ich glaube, eine Lampe. So, Licht wieder an. Da ist er wieder. Und wir kommen zu der nächsten Ankündigung. Und jetzt wir darf wieder Golf gespielt werden. Ne? Gerade noch über und Mini-Golf ges äh, gesprochen. Ja, Everybody's Golf bringt jetzt eine VR-Variante raus, nämlich Ultimate Swing Golf. Das darf jetzt schon vorgestellt werden. Und es kostet nachher 30 Euro. Und erscheint am 16.05., also in knapp vier Wochen. Und das soll wirklich sehr realistisch rüberkommen. Ihr seht, es ist kein Minigolf, es ist großes Golf. Ich meine, das sind die Meta-Avatare, die da rumschwirren. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ja, Asche über mein Haupt. Also ich habe mich mit den Meta-Avataren lange nicht mehr auseinandergesetzt. Ähm, oder es sind zwei Arten von Avataren. Sei es drum, auf jeden Fall gibt es jetzt dann die Miss Everybody's Golf in Rituality. Es sieht vom Trailer schon sehr, sehr cool aus. Eventuell muss ich hier... Top -Golf warm anziehen. Ne? Ich meine, es kommt natürlich auf den Multiplayer-Part an. Das hat auch gerade Walkabout Minigolf so groß und so stark gemacht. Und hier sieht man natürlich im Trailer sehr viel Multiplayer. Ne? Also man sieht sehr viele Avatare, die miteinander spielen, gegeneinander spielen. Und ich glaube, das äh, wird auch entscheiden, ob das Spiel gut ankommt. Also die Multiplayer-Variante, das muss hier richtig funktionieren. Es muss passen, es muss Spaß machen. Ähm, dann könnte es vielleicht was werden. 30 Euro ist natürlich eine Ansage für ein Golfspiel. Walkabout ja? Mini Golf kostet 15 Euro. Schauen wir mal. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, weil Golf geht immer. Ne? Ich bin ja ein bisschen besser geworden in Golf. Ne? Ich weiß noch so meine alten ersten Golf-Videos, die waren immer alle ja, sehr, sehr schlecht. Aber ich habe mich ja reingefuchst über die Jahre. Ne? So, da sind meine lieblings -Golf entwickler Ich habe Everybody's Golf nie gespielt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und äh, der Rolf hat das auch gespielt, das hat mir auf den mobilen Konsolen sehr gut gefallen. Also sie wissen schon ungefähr, was Golf, wie das funktioniert. Also, das kann man ja schon mal sagen. Wenn ich das hier so rauslese. Ähm, Frage ist: können Sie es auch in Virtual Reality, ne? Also, Flat und Virtuality sind ja zwei Paar Schuhe, ne? Aber schauen wir mal. So, sieht wie alle vr golf aus, eher unschön von der Umgebung. Er ja, fand also ich fand das sagen, eigentlich ganz okay aus für ein mobiles Headset, ne? Aber wie gesagt, unter der Brille wirkt das Ganze ja auch nochmal ein bisschen anders, ne? Und Everybody's Gold war in Flat und VR. Alle geil, alle geil, alle geil, sagt Super Murphy. Also es erwartet uns hier ein geiles Spiel, hoffentlich. Das ist von den Sony Golf Game Entwicklern mal sehen. Okay, mal gucken, ob es dann auch auf der PS 2 erscheint. Oder nur auf der Quest. ne? Was ist UI Man kann PC-Spiele in VR umwandeln. Ja, sich. Nein, UEW, nicht UI U. Habe ich doch Videos zu gemacht. Da kannst du doch dann die Unreal 4 und Unreal 5 Engine-Spiele einfach, ja, einfach fast, fast, ne? Out of the box per Button-Click uh, in VR spielen. Äh, Grüße an die regelmäßigen Minigolfer hier. Ich glaube, das sind sehr, sehr viele, ne? Minigolfer ist ja mega angesagt. Ich muss mal wieder mit euch zusammenspielen, glaube ich. Nämlich schon lange nicht mehr, ne? So, was kommt, wenn es um Golf geht? Äh, zeigt dann Können. Ja, ne? Golf ist ja Handicap und so Geschichten, ne? So, Retro Frev ist auch da. Ich grüße dich. Und jetzt kommen wir aber mal. Ja, ihr wisst schon. Wo hat er Da. Okay, sauf mir. Ja, ich saufen mir das Spiel schön oder was, ey. Und Cold Cross Girl ist da. Da muss ich das Wildschwein machen. Komm, geht nicht anders. Wo ist ich das Wildschwein? Da. Was soll er denn hier? Ey. Ich hab ein Wildschwein in der Buchse. So, und jetzt gehen wir aber rüber zum sagenwobenen App -Lab. Ja, und da machen wir dann jetzt auch gleich das we Rider, ne? dann zeige ich euch das nochmal. <laughs> Wie gesagt, das ist ja auch neu erschienen. Und äh, das ist auch wert, dass es unter den neuen Spielen am Anfang mit genannt wird. Also nicht nur über die App sektion hier. Aber gut, ich habe vergessen, das einzubauen. Asche über mein Haupt, ne? Und Mr. Flycap ist auch da. Ich grüße dich natürlich auch. So, und jetzt wechsle ich mal einmal rüber hier. So, ganz frisch heute eingetroffen ist Jurassic Dinosaur Hunting Survival. Habe ich mir gar nicht mehr angeschaut. Gerade hier beim Einrichten habe ich es noch gesehen. Aber ihr seht schon vom Screen, es ist free. Ihr könnt euch ein bisschen, ja, wie heißt es so schön, Dinosaurier anschauen. Könnt vielleicht die auch jagen. Ich weiß es nicht, laut Titel, ja. Und jetzt haben wir MTB Downhill. Ja, und es ist von den Machern, wo ich euch schon Motocross gezeigt habe. Und letzte Woche erst, was weiß ich habe schon wieder vergessen, hier, äh, hier diese Skidingen da, ne? Schneemobil-Dingen, wo ich noch in Spaß gesagt habe, ich warte jetzt auf Wasserski. Nein, er hat jetzt Mountainbike gemacht, ja. Und auch hier sieht man dann schon im Trailer, dass es jetzt ein bisschen besser ähm, ja, ausgearbeitet ist, ist. Man kann wieder Sachen freischalten und so weiter. Ich warte nur noch auf die E-Mail, weil ich frage da schon gar nicht mehr bei den Spielen, weil die Entwickler, der schreibt mir die immer so, äh, er schickt mir die immer so. Kostet auch wieder 7,99 ist natürlich wieder die gleiche Engine. Es ist wieder ein Zweirad, was man fahren darf. Und es sah vom Trailer gar nicht so unübel aus. Aber ich werde es bestimmt irgendwann mal zeigen, also immer mit Geduld. So, we are hashtag avoid. Das sieht aus wie Synth Riders und ähm, man ist dann aber in dieser Welt unterwegs, was ihr auch auf den Thumb hier seht. Also das sieht sehr skurril aus. Also auch so ein bisschen Drogenleid möchte ich das gerne mal nennen. Und ähm, ja, 5 Euro. Ich weiß noch nicht, ob ich da anfragen soll. Also es sah sehr monoton aus. Venry, das ist ein Rook-Like-Spiel, was man aus der Third Person spielt. Man hat einen Wolf, der auf dem, auf dem Spielfeld unterwegs ist. Und ähm, ja, Rukla kennt ihr, wenn die Stellbank ihr wieder von vorne an und man kann dann auch irgendwie interaktiv mit den Händen eingreifen. Ich wollte anfragen, leider keine E-Mail gefunden. Also das könnte was sein. Das könnte einer von diesen 9,99 Euro ähm, Apple-Perlen sein. Ich schau mal. Bomber Drone. das ist was für die Mixed Reality Leute unter euch. Dort könnt ihr in Mixed Reality eine Drohne steuern und dann müsst ihr Geschütze... Ja, die werden in eurer Umgebung platziert, aber die werden richtig platziert, laut Trailer. Die werden richtig an die Wand geheftet. Man kann auch Löcher in die Decke schießen. Auch das wird richtig getrackt. Und dann muss man halt jemanden aus so einen Turm befreien. Und das Ganze dann, wie gesagt, im Mixed Reality sah gar nicht unübel aus. Bin ich auch am Überlegen zu zeigen. Hellfire Rampage. Muss ich jetzt, äh, lügen? Habe ich gar nicht. Ich habe doch heute geguckt. Irgendwie fehlt mir schon wieder die Hälfte. Okay, dann gucken wir mal drauf. Um, da, um, die, um. So, aber das sieht eh schon nicht super aus, ne? Hellfire Rampage, was ist denn das? Okay. Schauen wir einmal drüber, was Hellfire Rampage so ist. Und, okay. Ja, es sieht doch schon sehr geil aus. Ich glaube, da brauchen wir nichts mehr dazu zu sagen. Ihr könnt äh, miteinander, ineinander, in der gruseligen Optik euch die Birne wegschießen oder schnetzeln, ne? Okay, das machen wir weg. Hat sich dann. Connor, 1349, das ist sehr, sehr blutig. Ähm. Da habe ich überlegt, aber das ist mir schon fast. Weiß ich nicht, ob man das wirklich zeigen muss. Ich meine, das war das. Nicht, dass ich was Falsches erzähle. Ne? Moonshine Games war es. Ach ja, nee, genau. Das sollte eigentlich gruselig sein. Das war gar nicht so blutig, das war was anderes, glaube ich. Und vom Grusel kann ich hier leider nicht viel sehen, muss ich ganz ehrlich sehen. Und hier sieht man so ein bisschen. Spielgrafik, und als ich das dann hier gesehen habe, dann war ich dann eigentlich raus, da anzufragen, weil das hat mich dann nicht mehr so ganz abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Einstand hier, das war schon besser hier mit diesem Intro und so. Ähm, ist auf jeden Fall eine Ballerbude. Aber ich kann ja mal schauen. Ihr wisst ja immer, wenn ich was zeigen soll, ne, dann sagt es mir. Primat Hier, das ist ein Sandbox-Spiel, wo ihr ähm, Werkzeuge herstellen dürft, könnt und dann müsst ihr natürlich mit diesen Werkzeugen die Welt beleben. Da könnt ihr Sachen bauen, ne? So, mm, 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 mm. der Entwickler ist gut, der verkauft einfach sein Motocross-Spiel und lässt den Motorsound weg. Nein, es ist schon ein Fahrrad. Also, das sieht man schon im Trailer. Ne? Der Typ macht ein Spiel nach dem anderen, wir haben Fließband, aber keines vernünftig gepolished. Aber er, er verbessert sich. Das muss man ihm lassen, er verbessert sich. Aber du hast natürlich recht, es wäre natürlich besser, wenn er ein bisschen mehr mal ein Spiel richtig machen würde. Anstatt immer nur das Gleiche ein bisschen umzubauen. Ne? Also da bin ich schon bei dir. <laughs> ist mir, ist bei dem, äh, mir ist bei dem Skispiel echt schlecht geworden. Ja, das ist, weil der da nichts einbaut. Also man kann da wirklich ein Looping drehen und alles. Ne? Das ist schon, ist schon so eine Sache. bomber könnte was sein. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich hab's auf jeden Fall auf der Liste. So, Basketball, ganz klar, ihr könnt Basketball spielen, sieht relativ okay aus. 499. Ja, 3D Crossword Puzzle, was ist es? Natürlich ein ähm, Wortspiel, wo ihr dann in 3D auch nach hinten und nach oben äh, Wörter zusammenbauen müsst. Das Ganze natürlich in Englisch. Hi AI, das ist eine KI, eine AI, eure Freundin. Ihr könnt dann irgendwie auch zu Hause rumlaufen, könnt ihr irgendwas sagen, könnt ihr was erzählen, kommt ihr mit der spielen. Aber es ist hier, ne, es ist was ganz Anständiges, nicht was ihr wieder denkt. Ähm, hat auch von den Bewertungen nicht ganz so. Ich will da, glaube ich, auch nicht anfragen. 6,99. Dann haben wir Real Ghostop VR. Das habe ich ja schon mal auf der Pico gezeigt. Das ist ja so ein ja, Multiplayer-Spiel, so ein Art-Karten-Spiel, möchte ich gerne mal sagen. So was Japanisches, wo man so Steine irgendwie so hinlegt. Das ist so ein, so ein japanisches Poker, möchte ich es gerne mal nennen. Ich habe das komplett gar nicht gerafft, weil die Regeln wurden nicht erklärt. Die muss man nicht selber erlesen. lesen. Ja? Ähm, es war okay von der Technik, aber das Spiel selber, Ghostop, sagt mir gar nichts. So, SMEF. Smeth ist lustig, das finde ich gar nicht so unübel, aber das hat eine total simple Optik. Aber ich muss euch das mal zeigen. Das ist sowas wie FitXR. Also, ihr seht, das ist eine mega schlichte Optik. Aber ähm, es ist Mathematik mit Sport jetzt kombiniert. Ihr seht oben eine Aufgabe, eine relativ einfache 9 mal 4 Und dann seht ihr vier Kästchen mit dem Ergebnis. Und das müsst ihr dann natürlich boxen, ja. Und ihr habt nur eine kleine, ja, ein bisschen Zeit nur, um das Ergebnis dann wirklich auch äh, zu errechnen. Da könnte man vielleicht sogar ein bisschen mehr draus machen. Also ich finde die Variation jetzt gar nicht blöde, ja. Aber auch hier sieht man wieder, das Thumb sieht tausendmal schöner aus, wie das Spiel selber, ja. Aber ist kostenlos. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Your Heaven, ja, das sind verschiedene Orte, die euch, ja, seelisch oder ja, die Seele baumeln lassen. Kann man da und ähm, es sind sehr schöne Orte, ruhige Orte, ne? Und dann könnt ihr einfach mal abschalten. Alltag vergessen ist kostenlos. Drumrocks ist jetzt im Premium, das hatten wir schon. Atlas Space ist ein Community-Ding, so ein Metaverse-Teil, glaube ich. Und da könnt ihr euch treffen, äh, da in so ein space Dingen und dann könnt ihr euch unterhalten, tralala und so weiter. Ja, und jetzt We Rider SBDK, SBK, ne? Superbike. Ja, und ich habe es leider vergessen, wie gesagt, einzubauen. Deswegen versuche ich es jetzt mal hier so. Müsste eigentlich gehen. So, jetzt habt ihr auch den Trailer mehr oder weniger. Ja, ich habe es euch gezeigt. Das Video kommt mega ein. Es ist ein Rennspiel Mobile für die Quest. Jetzt erstmal über den App Lab erhältlich 19,99 Euro und ja, ich habe schon gelesen. Ihr seid nicht oder der eine oder andere ist nicht bereit, 20 Euro im Early Access für so ein Spiel auszugeben. Das ist der Einführungspreis. Ja, das habe ich jetzt gelesen. Das heißt, das kann sogar noch teurer werden, wenn es dann im Sommer im Premium landet. Das kann also vielleicht auch 29 oder sogar 39,99 Euro kosten. Und wenn jetzt sogar 39,99 kosten würde, würde es mich wundern, eigentlich nicht. Das Ding ist voll lizenziert, also ihr fahrt hier mit richtigen Motorrädern, mit richtigen Teams, keine Fantasieteams oder so. Das kostet natürlich auch schon mal alles Geld, keine Frage. Und spielerisch ist das Ding echt ein Brett, muss ich sagen. Also, ich habe schon sehr viele Rennspiele gezeigt auf der Quest. Auch gerade Motorradspieler haben wir gerade noch drüber gesprochen, über diesen einen Entwickler, der das alles nicht so richtig durchpoliert. Ne? Ähm, aber das sind Indie-Entwickler und das Ding hier, das funktioniert einfach. Es läuft wirklich smooth, es läuft butterweich, muss ich sagen. Ähm, auch die Gegner sehen relativ cool aus. Das Motorrad vor mir, das sieht auch Bombe aus, muss ich sagen. So, ich wechsle mal wieder zurück, dass ich euch hier vernünftig sehe. So. Super weit passend zum Moped-Wetter. Äh, hast du mal mit Easy Volleyball gespielt? Das habe ich gemacht, ja. Das habe ich ja schon öfters gezeigt. Äh, Motion Sickness bei WeRider. Ja, da komme ich da auch noch drauf zu sprechen. Und wie gesagt, also bevor mir das Motorrad, das sieht knackscharf aus. Das ist wirklich Bombe. Im Menü kann man noch ein bisschen was machen, aber wir reden hier über Early Access. WhatsApp ist auch da, dich grüße ich natürlich. Ähm, Motion Sickness. Nein, es hat mir. Ich, ich habe nichts gemerkt im Magen. Es liegt aber auch daran, wenn man sich auf Fresse legt, legt man sich nicht auf Fresse. Also das. Motorrad rutscht einfach weiter, man wird nur langsamer, also man macht hier keine Loopings oder sonst irgendwie was. Außer wenn man mit voll vor die Wand fährt, dann wird Black und das, man sieht noch so im Augenschein, wie das Motorrad so in Third Person wegfliegt. Man selber fliegt nicht mit weg, also das ist auch sehr elegant gelöst. Und man kann so eine Art Vignette äh, dazu schalten, aber das ist von den Entwicklern sogar selbst entwickelt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie das Ding nennen, auf jeden Fall irgendwas mit Motion Sickness. Keine Ahnung, also ich, die haben da einen Begriff für. Und das ist so eine Art Nebel um Drum einer rum. Also man sieht noch so ganz leicht auch rechts und links die Strecke, aber es ist so ein bisschen diesig. Ja? Also nicht einfach nur so ein Kreis, was man so anders so kennt, diese Vignetten oder so. ne. Und ähm, habe ich aber jetzt nicht benutzt, aber man hat sich wirklich einen Kopf gemacht wegen Motion Sickness. Aber selbst ohne diese... Ich habe nichts im Magen gespürt, bei anderen Spielen habe ich das schon mal zwischendurch, da merke ich das auch so ein Büschel ne? und hier gar nichts. Und man steuert natürlich so. Es gibt nichts über Stick, würde ich mir bei diesem Spiel auch gar nicht wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen, würde das Spiel versauen. Also es wird so gelenkt und man muss auch wirklich so ein bisschen, ja, sich so ein bisschen reinlegen und dann fühlt das Ganze sich auch ein bisschen arkadisch an. Das muss man ja schon gestehen, es ist keine Simulation, aber es macht trotzdem mega, mega Laune. Beschleunigen macht ihr so, indem ihr den Controller wirklich so dreht und das funktioniert 100%. Ihr könnt auch ein bisschen zurückdrehen, ne? dann wird das Motorrad ein bisschen langsamer, das merkt ihr richtig. Und ähm, Trigger geht auch, aber das würde ich nicht empfehlen, weil das nimmt wieder ein bisschen Immersion raus. Und wenn ihr es dann wirklich mal schafft, vor einer, Brem äh, vor einer Kurve, leicht anzubremsen oder vom Tempo zu gehen, euch reinzulegen und dann in der Kurve wieder richtig raus beschleunigt und dann wieder das Motorrad gerade bekommt, das ist ein voll irres Gefühl. Also richtig, richtig geil das Ding. Man hat sich hier richtig Gedanken gemacht und ich finde das auch okay, wenn man jetzt über den App Lab geht und sagt, wir bringen das im Early Access raus. Wir hören jetzt auf die Community, ne, was können wir noch verbessern. Ähm, weil es ist natürlich nicht perfekt, flimmert hier und da ganz leicht zum so Büsche, so die Zäune, kennt man Streckenbegrenzungen noch so Rennspielen, fällt aber im Rennen selber überhaupt nicht mehr auf. Tribünen sind leider noch leer, also da ist auch noch nichts los, ne? Sind noch nicht alle Strecken drin, ich glaube sechs waren es jetzt äh, zum Start oder fünf, ne? Aber es macht richtig Laune. Multiplayer kommt später. Zurzeit gibt es nur Geist. Also, ein Geist könnt ihr zuschalten. Ein richtiger Multiplayer dann auch erst später im Premium. Soll aber auch auf jeden Fall für PC erscheinen. Und PSVR 2 ja meine ich gelesen zu haben. Bin mir aber nicht ganz sicher. Nimmt es gerne mit. Unterstützt diese Entwickler. Also, das ist ein Rennspiel, was wirklich zeigt, es geht. Man kann Rennspiele auf einem mobilen Headset umsetzen, wenn man das eine oder andere natürlich dann ein bisschen weglässt, so wie Strecken, ja, ein bisschen, ein bisschen. Kark lässt nicht so ein Baum hier und da, man, ne, der ist dann weg, der fehlt, ist okay. Ähm, man kann natürlich jetzt auch dahergehen und sagen: Aus diesem ähm, Cockpit macht man einfach, also aus diesem Motorradcockpit macht man jetzt ein Formel-1-Cockpit. Ja, es sind ja Formel-1-Strecken, das würde funktionieren. Also, liebes ea entwicklerteam macht euch ran, ja, und dann bringt man F1 dann für die Quest raus. Also, es wäre machbar wenn man das eine oder andere dann wirklich weglassen würde. Problem ist natürlich immer diese Steuerung. Es geht irgendwann in die Arme, obwohl es hier wirklich ging. Beim Autorennspiel fehlt es Lenkrad, ne? auch das natürlich in der Luft, das geht irgendwann in die Arme. Das ist halt so der einzige große Nachteil bei den mobilen Rennspielen, was die Steuerung angeht. Ich bin immer auf die touch controller angewiesen und das ist natürlich dann nicht, ja, es ist suboptimal, möchte ich mal ganz ehrlich sagen. Aber hier geht es. Also hier funktioniert es sehr, sehr gut. Gerne mitnehmen. Auch für die Pico geplant. Habe ich leider nichts drüber gehört, gar nichts. Ähm, aber ich kann die gerne nochmal anschreiben. Ich habe ja einen E-Mail-Kontakt ähm, direkt zum Entwicklerteam. Ich frage da gerne mal nach, aber gelesen habe ich da leider nix. Ja, ist auf jeden Fall ein Mega-Ding. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt schon investiert, es wird im Premium erscheinen. Ne? Das ist jetzt wie gesagt nur die Early Access-Phase. Und es könnte sein, dass es später teurer wird. Ja? Und, ähm, gibt gibt's natürlich jetzt auch schon für das Ding, also ihr könnt natürlich jetzt schon Reflink, dann seid ihr bei 14,99, dann ist doch alles okay, dann könnt ihr da schon ein paar Runden drehen, dann passt das. Spider und seine Pico, ja, ja, du weißt ja, ne, ähm, wer zuletzt lacht, ne, oder wie hieß das irgendwie so, ne, ne. So, schade, hört sich gut an. Ja, ich weiß natürlich nie, wie es auf der Quest 2 performt. Ich muss jetzt auch sagen, ich weiß nicht, ob das Ding überhaupt schon die Quest 3 ausnutzt. Da ist da sogar noch was rauszukitzeln, dass das Ding gar nicht die Quest 3 jetzt richtig ausgenutzt hat vom Chip. Ne, das kann ich euch leider auch nicht sagen. Ne? Gut, das zu We Rider, also wie gesagt, mitnehmen, wirklich ein super, super Ding. Und da rollt auf jeden Fall ein richtig geiles Rennspiel auf uns zu ähm, für die Quest. So, ein bisschen was habe ich euch sogar noch gezeigt diese Woche, aber diese Woche war es da nicht ganz so viel, aber ein Ding habe ich für euch. So, da ist er wieder. Hier dreht sich wieder alles, hier ist wieder alles Zeitverzögert auf meinem Schlepppapier, aber ist egal. So, ähm, ja, was habe ich euch gezeigt? Rebeloid, Rebeloid, ne? Rebeloid, Akanoid in Virtual Reality für 9,99 Euro aus dem App Lab. Kann man machen, wenn man Akanoid mag. Aber hier wäre auch noch ein bisschen drin gewesen. Leider keine App Lab Perle für 9,99 Euro. Dafür ist es dann doch ein bisschen zu wenig. Und das liegt einfach daran, dass die Grafik nicht knackscharf ist. Das kann ich bei so einem Spiel eigentlich verlangen, wo ich nur ein Level vor mir habe, wo sich nicht viel tut, außer halt Ball und Würfel. Oder Klötze, die ich da kaputt mache. Der Ball dreht sich auch nicht in sich. Also der, man sieht zwar, dass es ein 3D-Ball ist, aber der bewegt sich einfach nur wie auf Schiene, ähm, hat null Bewegung. Also das zieht einen so ein bisschen raus. Da wäre noch was drin gewesen. Also wenn man das jetzt wirklich schön hochpoliert hätte und da wirklich richtig toll noch was gemacht hätte, dann wäre das wirklich eine 9,99 Euro Apple-Perle äh, geworden. Was mir sehr gut gefallen hat, ist der Soundtrack. Ne? Und ein. Level war dabei, der Soundtrack hörte sich an wie Captain Future, habe ich auch im Video gesagt, also das war wirklich so, so original 80er Jahre, ne? also so richtig, wie aus der Captain Future Serie, richtig geil, es hat auch Endbosse, das Ding, hat glaube ich jetzt, was war das, 25 Level, meine ich, das geht für 9,99 Euro, also wer, ähm, auf Akanoid steht, klassisches, also das Pedal ist vorein, da wird nicht rumgetrickst mit großartig von der Seite, was weiß ich, tralala, ne, dann kann es machen, also jetzt 9,99 Euro, Rebel Lloyd, ne? Und mit dem Treffen habe ich's, das wisst ihr, ne? Dose, stirb. So, geschafft. Irgendwie Aluminium verformte Dinge, ne? Hat der Chef hier vorhin geschrieben. Ich habe schon wieder vergessen, <laughs> irgendwie sowas war das, ne? So, momentan spielen die nur Little Planet und Lego Bricktails. Wird mal wieder Zeit für Action, jo. So, und jetzt kommen wir zum Quickie und da haben wir etwas ganz Besonderes. So, bevor der Quickie reingeht, das ist erstmal ein Steam Key. Das müssen wir erstmal loswerden. Und der wurde gespendet aus dem letzten Bundle. Hat sich jemand gekauft und hat gesagt, ja, das Spiel, damit kann ich leider nichts anfangen. Und das ist jetzt für die Community, das ist für euch. Und wir haben uns geeinigt, ich hau das jetzt hier als Quickie raus. Und es ist Arizona Sunshine, der erste Teil. Wo war ja gerade auch nochmal Thema. Aber in der Deluxe Edition, also mit den DLCs, alles zick, zack zum. Und ich würde sagen, ich starte jetzt einfach durch. Und hier ist der aktuelle... Quickie. Ja, nochmal vielen, vielen Dank natürlich für die Spende. Ne? Freue ich mich natürlich immer, wenn ihr was gebt hier für die Community und ich ein bisschen was einbauen kann. Und dann noch so ein großartiges Spiel in der Deluxe Edition. Also, schön jetzt Steam, ne? Da kommt da langsam der Key. Akonomet mit guter Steuerung. Ja, die Steuerung funktioniert. Das ist ja einfach nur rechts, links, also da kannst du nicht meckern. Also das funktioniert wunder, wunderbar. Muss halt nur bei der Grafik dann halt... Wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Ne? Aus dem Humble -Bumble. genau. So, ich muss schon mal gucken, was wir hier gleich machen. Die Banane ist tot. So, da Banane. So, da alles rausgelassen. So, da war die Banane. So, jetzt habt ihr noch genau, ja, ich sag mal, 5 Sekunden Zeit. Und dann mache ich den nämlich weg, weil wir haben nämlich was ganz Besonderes jetzt. So, 5, 4, 3, 2, 1, und jetzt ist der weg, und... Ja, ich habe einen zweiten Key für euch bekommen, und Steam, lasst es offen, wenn ihr schon geschlossen habt, dann schnell wieder zurück, es gibt nämlich einen zweiten Quickie, es gab eine zweite Spende, ein zweites Spiel, und das ist Broken Age. Ja, Premiere heute, zwei Keys für euch, oh, der ist so laut, sorry. Alle, ach ja, muss ich ja extra neu einbauen. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber jetzt mit meinem schnellen Auge... Ah, Jetzt war es ein bisschen laut, ne? Ja, habt hab da die Musik mal ein bisschen lauter gehört. Ja, gibt es dann nochmal im Broken Age jetzt hier ein bisschen rumkloppen. So, Bundle war top und hat sich gelohnt, war auch dabei. <laughs> ja, ist live, das kann passieren, ne? So. Ah, der geht jetzt aus, ne? Schilde. Ah, seht ihr? Das ist, wenn man. Äh, dum -dum 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 -dum. So, okay. Gut, so, Leute, müssen wir das Ganze nochmal machen jetzt. Zack, zum. Aber ich mache das jetzt hier unsere flight. Zack. So, da ist er. Ja, für nächstes nächste Mal weiß ich Bescheid. Ist alles live, funktioniert nicht, aber trotzdem jetzt hier zick. Zuschauer, ja, mega hatten wir lange nicht mehr. Freue ich mich natürlich und dann in die ganzen Pannen jetzt, ne? aber was heißt Pannen? Es ist ja normal, habe ich immer nur ein Quickie für euch und es musste ich in den zweiten einbauen. Das habe ich dann eben gemacht. No, mini p habe es noch geschafft, live einzuschalten. Besser spät als nie. Vielen, vielen Dank, freut mich natürlich. So, jetzt kommen wir natürlich noch zum Newsflash. Bisschen was habe ich im Newsflash natürlich für euch gefunden und auch mitgebracht. Nächste Woche 150, jetzt habe ich noch nicht geschafft. Also 150, muss ich gestehen, habe ich noch nicht geschafft. 100 haben wir schon mal ein paar Mal geschafft. Ähm, da müssen wir mal schauen. Was für Pannen. Ja, das ist, ja, ich sage ja, es waren keine Pannen in dem Sinne, ne? aber mit der lauten Musik und so. Es ne? ist, ist mir immer unangenehm, wenn auf einmal bei euch da hier so boah, ne? Ja, egal. Gut, machen wir mal. Newsflash, nice, die Meta-Quest 3. Natürlich das Update. Ich habe dann ein eigenes Video ganz, ganz kurz so gemacht. Ja, was war drin? Der Pass-Schuh, der verbessert worden ist, wo sich die Geister jetzt scheiden, weil er dunkler und gelblicher ist. Dafür kann man besser ein Handy-Display lesen. Ich kann es auch so lesen. Ich muss gestehen, ich habe es immer selber noch nicht ausprobiert. Werde ich natürlich. Und ähm, ich sage euch meine, meine, Meinung, meine Meinung noch gerne dazu, wenn ich es dann auch habe. Der Liegemodus ist jetzt auch in der Quest 3 mit drin. Viele haben ihn nicht. Ja, der wurde nicht mit ausgerollt, also nicht wundern. Es gibt Funktionen, die werden angekündigt im aktuellen Update, werden dann aber auch nachträglich ausgerollt, obwohl man das Update bekommen hatte. Ja, das ist Metapolitik, muss man nicht verstehen, ist einfach so. Ja, dann natürlich das äh, externe Mikrofon. Ihr könnt jetzt am USB-C ein externes Mikrofon anschließen. Da wurde ich schon gefragt, wie, wie sieht das dann aus mit Akku? kann ich euch nicht sagen. Also ich weiß nur bei meinem ist das ja so. Wo habe ich es hier? Ich ich habe es hier nicht gerade nicht rumfliegen. Ich habe ja aber diesen Dongel. Ne? Da ist ja der dann mit dem mit meinen Kopfhörern funkt und da sind ja auch Mikros drin. Und äh, da ist nochmal ein Ausgang USB-C. Also ich kann in diesen Dongel dann nochmal wieder ein ähm, Akku reinstecken ne, vom Headset. Das funktioniert wunder wunderbar. Und ja gut, normale Mikros haben natürlich keinen Ausgang ne, an der Seite, wenn man das da reinsteckt. Vielleicht mit einer Weiche probieren. Ne? Vielleicht klappt das. Also müsst ihr ausprobieren. Also USB-C-Mikro könnt ihr jetzt zuschalten. Das waren das vierte. Das waren vier Sachen. Ne? Das vierte weiß ich gar nicht mehr. Habe ich schon wieder vergessen, muss ich mein eigenes Video schauen. Ah, ja, ich bin wieder hier vorbereitet. Ich dachte, ich gehe das eben so raus hier aus den Ärmel geschüttelt. Ja, vierte habe ich vergessen, können ihr dann gerne noch schreiben. Dann war es wahrscheinlich nicht ganz so wichtig. Ne? Ich weiß es nicht mehr. Immer war noch eine vierte Funktion mit drin. Okay, machen wir weiter. Beat Hip-Hop-Mixtape. Bei beatserver bin ich ja eh raus. Das wisst ihr also auf jeden Fall, was das Zeigen angeht, wegen den ganzen Sperrungen bei YouTube. Also die Videos werden dann gesperrt, man macht sich die Mühe umsonst, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und jetzt gibt es halt das Mixtape Hip Hop. <laughs> Aber das ist eh nicht meine Musik. Also da müsst ihr mich jetzt, könnt ihr mich jetzt gerne für steinigen. Äh, der bett modus noch. Hatte ich doch gesagt, der Liegemodus, der Liegemodus, der nicht bei jedem freigeschaltet ist oder nicht dabei ist. Liegemodus hatte ich drin. So, Attacan ist auch da. Ich glaube, das war der Taxi-Driver, ne? Taxi-Driver Man. Und ähm. Ja, Hip-Hop ist gar nicht meine Musik. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ich meine, ich, ich höre vieles querbeet, aber Hip-Hop geht bei mir leider überhaupt nicht und genauso wie Schlager. Also, Schlager und Hip-Hop, das sind so zwei Musikrichtungen. Damit könnte er mich wirklich jagen und deswegen hätte ich mir das Ding eh nicht geholt. Es sind aber drin Tupac, was ist das hier? Niki Ninja, Snoop Dogg, Eminem, Outcast, The Notorious Big, Dr. D, Grandmaster Flash and the Furious Five und Pope. Smoke also vom Namen sagt mir der ein oder andere was und das war's eigentlich schon ne so ja es ist ja taxi Driver, ja ich hab's mir gemerkt ne taxi Driver, thank you for everything We are your fun ja auf jeden Fall so Dr die dann haben wir das, habe ich das gefunden. Das finde ich richtig fett, Leute. Ein Pinball-Controller. Ja, die Frage ist ja, will ich den später kaufen? Es gibt leider noch keinen Kickstarter dafür. Es gibt noch keinen Preis. Das ist so ein Prototyp-Ding. Also, das soll demnächst nächsten Kickstarter starten. Ähm. Ja, kann ich mir vorstellen. Ne? Aber es gibt leider nur eine Handvoll Spiele auf der Quest. Aber es soll mit Sidequest funktionieren, soll mit der Quest funktionieren. Es soll später mit PC funktionieren und so weiter. Also, ich glaube, wenn jemand wirklich sehr viele Flipper-Spiele hat, jetzt Quest, PC und so weiter, und wirklich ein mega Fan ist da drin, also das in Virtuality zu spielen, dann würde ich da auch zuschlagen, wenn das dann im Rahmen bleibt, vom Kurs her. Ne? Weil ich habe ja mal überlegt, mir wirklich so einen Flipper zu bauen. Das habe ich mal gesehen. Da war ich wirklich mal so zwei Wochen auf diesem Trip hat mich da schlau gemacht. Man kann ja sich ein Flippergehäuse besorgen. Also das kann defekt sein, das muss ja nicht mehr funktionieren. Und oben, wo eigentlich der Flipper drin ist, da setzt man sich einfach so einen Fernseher rein, ja, so einen LCD-Fernseher. Und dann wird da, kommt da ein PC mit rein, ne? kann man so einen Mini-PC da reinpflanzen in den ähm, Flipper. Und dann kann man da so eine Flipper-Software draufziehen. Und dann hat man praktisch dann im Hochformat auf diesem Fernseher einen Flipper. Ja? Und dann kann man, kann man die Knöpfe da richtig einbauen. Also das ist richtig Bastelarbeit. Da muss man auch richtig Kenne von haben. Ich habe mich da wieder mal für so 14 Tage mal ähm, so reingelesen. Aber das war mir dann doch zu viel, was man da alles machen muss, was man alles können muss. Da muss man auch richtig Zeit für haben. Ne? Kostet natürlich auch alle hier einen Euro. Ne? Ist nicht alles äh, gerade günstig. Und deswegen finde ich diese Alternative jetzt, mit, einfach mit so einem Kasten, Und dann kann man einfach in Virtual Reality richtiges Flipper-Feeling haben, weil ich kann mich ja aufstützen, ich habe die Knöpfe an den Seiten, das finde ich schon sehr, sehr geil. Also ich wäre da angetan, wenn das wirklich preislich dann in einen ja, guten Rahmen wäre, ne. So, ich hoffe, dass nochmal eine alternative Lösung für die Quest-Headsets kommt. Mir graut schon vor dem Helene-Fischer-Music-Pack. <laughs> ja, das Spaß zeige ich dann, ich muss mal gucken, ne. Geil, 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 genau mein Fall, Pinball VR. Ja, ne, das, also es wird seine Abnehmer finden, kann ich mir schon äh, vorstellen. Atemlos durch die Nacht, ja, kann ich ja, ich sing das mal, ne, sing ich nicht, lass mal, ey. Äh, kannst dann am Flipperautomaten rütteln, ich gehe davon aus, dass vielleicht sogar sowas eingebaut ist, ne, also es ist ja der Abzugknopf ist auch mit dran, sieht man da, ne, also ich glaube schon, dass das da mit eingebaut wird, ne, aber dann nicht zu fest, und dann fliegt das Ding vom Tisch oder so, ne. Tilt das Ding dann auch. Das liegt am Spiel, ne? Wie oft man dann äh, rütteln darf, soll, kann, ne? Das ist, der liegt dann immer an dem, an dem Flipper, den man spielt. Pinball ist in VR mega. Finde ich auch, ne? Ist halt nur ein bisschen blöd mit der Immersion, mit den Touch-Controllern, ne? Also, ich bin gespannt. So, so eine Phase hatte ich auch. mal. Mein Bruder hatte sogar schon Knöpfe bestellt. Ja, die Knöpfe sind ja nicht das Teuerste, ne? Die Knöpfe, die gehen noch, ne? Obwohl es da auch Unterschiede gibt. Das habe ich später gesehen. Also es gibt dann teure Knöpfe, ne? Die kosten auch ein paar Euro mehr, ne? Ja, ist schon geil. Das, das Geile ist natürlich an so einem Flipper mit so einem TV. Ähm, ich habe einen Flipper in der Bude stehen, der relativ nah dran kommt. Es ist natürlich wahrscheinlich die Tiefenwirkung hat man natürlich dann nicht, ne? Aber man hat natürlich dann ein Gerät zu Hause, aber zig hundert verschiedene Flipperautomaten. Ne? Weil ich habe mir auch schon mal überlegt, einen Original-Flipper zu kaufen. Die gibt es eigentlich auch schon für. Ja, ich sag mal so, um die 1000 Euro plus, minus ein paar hundert Euro kann man schon den einen oder anderen mitnehmen, wenn man jetzt nicht so den aktuellsten haben möchte oder gerade so ein Klassiker, die kosten auch richtig Geld, so Terminator oder so, die kosten richtig Kohle, ne. Aber irgendwie so Mitteldingen kann man da auch schon für den er schneppern und da hat man bestimmt noch ein bisschen Spaß, wenn man so ein Ding zu Hause in der Bude stehen hat, aber irgendwann hat man das Ding auch, hat man das durch, weil irgendwann ja, macht es dann keinen Spaß mehr, ne. Und dann mal mit dem Flipper tauschen, ja, ich weiß nicht, ist dann auch nicht so, ne, aber... Also, die Box finde ich geil, auf jeden Fall. So, so eine Phase hatte ich auch mal. Mein Bruder hat sogar schon Knöpfe bestellt. Bei einer Million Abos 24 Stunden in den Fischer Beats. Aber das mache ich nicht, nein. So lasse ich mich nicht ein. Nachher hat einer richtig Kohle und kauft mir eine Million Abos und dann habe ich den Salat oder so. Ne, lass mal, ey. Ne, 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 ne. Nee, 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 nee. Aber der Versuch war gut, ne, auf jeden Fall. Flipper fand ich schon in real kacke. Nee, ich finde Flipper geil. Also, ich finde, die machen richtig Laune. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selbst, ne? Ganz, ganz klar. Billard. Ja, Billard habe ich auch sehr viel gespielt. So, was haben wir noch? Toy Trains. Ja, Toy Trains bekommt endlich sein Update. Das große Update, wo alle darauf gewartet haben. Spinbox Mode kommt am 18.04. 12 neue Level kommen auch noch mit rein. Und ein weiteres nicht genanntes Feature wird Einzug erhalten. Ja, also. Vielleicht dann Toy Trains doch nochmal rauskramen oder jetzt Toy Trains eine Chance geben, wenn der Sandbox-Mond endlich drin ist. Wenn ihr das gerne macht, äh, wollt, dass ich nochmal reinschaue, dann schreibt das gerne. So, für eine Million Abos mache ich das. Also, Leute, wir schmeißen zusammen, wir müssen mal gucken, äh, was äh, 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 eine Million Abos kostet. Dann kaufen wir dem Spider eine Million Abos und dann macht ihr hier äh, 24 Stunden in den Fischer Pizza-Bar. Ja, bin ich gespannt. Wir streamen das dann noch alles. Wir wollen alle dann streamen. Wir streamen das über sämtliche Kanäle worldwide und was weiß ich, machen wir das dann fertig hier. Tolles Update von Toy-Trends. Es muss natürlich auch funktionieren. Ne? Der Sandbox-Mode muss natürlich auch ein bisschen über die Stange halten, jetzt nicht einfach nur ein ne, kleines Brettchen und dann ist das fertig. Und also Ich will da schon ein bisschen Aufgaben drin haben vielleicht oder, oder auch eine sehr, sehr große äh, Welt mir bauen dürfen. Also nicht so eine sehr kleine, aber schauen wir uns das mal an. So, deine Nachbarn werden sich freuen, falls du in einer Mietwohnung äh, lebst. Ja, 24 Stunden, Lene Fischer. Ja, wer, wer freut sich denn da nicht, ey? Äh, und ein Flipper in der Küche spielt. Ach so, ja, der, der wird sich freuen, auf jeden Fall, ne? Nee, aber ich hätte auch gar keinen Platz mehr hier, ne? Nee, habe ich keinen Platz mehr für. Gut, so, ich würde sagen, äh, komm, wir machen mal hier einmal, wenn ihr schon Beats selber hören wollt, einmal wieder alle aufwecken hier. Oh, oh. War zu kurz, war der? Ah, habt ihr mich wieder beim Trinken erwischt hier. Nee, 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 nee. Gut, wir machen Gewinnspiel. So, da ist die Trommel. Ne? Wir haben 33 Kugeln plus die 69, die ist gewünscht. Ja, mit Devil Dynasty noch einmal. Ja, ich habe mit ein bisschen mehr gerechnet oder viele haben schon gekauft. Aber andersrum, ja, muss man natürlich auch äh, sagen. Ich promote ja die Gewinnspiele nicht, ne, es das noch nie aufgefallen ist. Also auf den ihr irgendwo das Gewinnspiel hier in News oder in den Text habe ich auch rausgenommen mittlerweile, weil es soll doch schon für euch bleiben das Gewinnspiel. Ne? Also ich möchte jetzt nicht durch das Gewinnspiel in News pushen oder so. Dass hier einfach nur Leute kurz reinspringen, kommentieren, damit sie mal ein Spiel abgreifen können und sich das aber nie angeschaut haben hier. Ne? Deswegen äh, ist auch völlig in Ordnung. So, das nur mal so am Rande. Ne? so, Dann machen wir jetzt, ihr kennt das hier, Krachttrommel, die nur Krach macht, wenn ich auch erzähle. Ich muss die wieder irgendwie festhalten, ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Ich habe schon nach einer neuen Webcam geguckt, dass ich die irgendwie hier hinstellen kann, hier die Trommel. Und dann, ich muss mal gucken, das geht mir nämlich ein bisschen um den Zeiger. Ey. So, egal. Wir machen das, kommen zwei Kugeln. Ihr kennt das, wenn ne? die erste zählt und ich würde sagen, wir machen einfach ab dafür. Aber nicht. Da ist eine, da kommt sie. Yay, wir haben einen Gewinner. Oh, das war aber ein später Kommentar äh, Kommentar heute die 26. Die 26. So, Kaiser. Lange nichts mehr gewonnen ne? oder hat er überhaupt schon mal gewonnen? Ich weiß nicht, aber Kaiser macht immer regelmäßig mit. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob der mal irgendwie in letzter Zeit auch was gewonnen hat. Ne? Auf jeden Fall Glückwunsch, auf jeden Fall. Sehr, sehr cooles Spiel. Schiebung 9. Das war nicht die 29. Das war die 26. Ich falle auch jedes Mal drauf rein. Ne? Jedes Mal, ehrlich. So, das wird Medieval äh, Dynasty. Das Ding mit dem Bär. Ne? Medieval. Medieval, Medieval, ach ja, ja. Ach, Divel mich doch hier alles. Devil, Deivel, Devil. So, Mist Glückwunsch, 92. Nein, nochmal funktioniert das nicht. So, wir machen weiter mit dem, was ich euch mitgebracht habe. Expensation oder Expensation ohne Essen. Expansion heißt es. Ich sage einfach in Deutsch. Die Medieval, und Evil. Also Medieval. Medieval, das ist Expansion hier. Ähm, 1199, ne, Strategiespiel, Multiplayer-Strategiespiel, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und äh, das Ding hat auch Deutsch. Also der Entwickler hat mir übrigens noch eine E-Mail geschrieben. Man hätte es auch in Deutsch einstellen können. Das habe ich wohl nicht gesehen. Habe ich übersehen diesmal, ja. Hat mir trotzdem noch einen Key für euch dagelassen. Also, was brauche ich? Natürlich, einen Kommentar. Dann bekommt ihr die äh, Nummer, falsch von mir, 29, 28, 52. Das hier. Handy? Wolltest du ein Handy? ich Erstmal eine Nummer, ein. Hier meine Nummer! Was ist auch meine Nummer? Hier, komm! Da! Merkst du dir! Merkst du dir! Merk dir meine Nummer, ey, du! Das Arcade-Museum, also ein bisschen weit bis Frankfurt, das ist ein bisschen doof. Also würde ich das echt mal machen, ey. 100 Flipper, das schaffe ich den ganzen Tag. Aber auf jeden Fall danke für den Tipp. Ich muss mal gucken, wenn ich mal in der Nähe bin, dann muss ich mir das auf jeden Fall mal so im Hinterkopf behalten. So, Medieval, ja, so, äh, nenne ich es jetzt einfach, benötigt unbedingt ein Grafikupdate für die Quest 3. Aber es ist trotzdem sehr cool, muss man sagen. Ne? Also, dafür, dass es so eine ziemlich große offene Welt ist, ist das schon sehr, sehr beeindruckend, was man alles machen kann. Und das ist auch alles sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Das muss man ja auch immer dabei sagen. Ne? Nur Kuken nicht anfassen. Wie Nukuken. Ich denke, da ja, darf man sie austoben oder wo seid ihr jetzt hier? Ist egal. So, auf jeden Fall Nummer bekommt ihr dann. Däumchen würde ich mich freuen, und wenn ihr die News noch irgendwo teilen würdet, das wäre ja natürlich auch sehr fein. Auf dem Discord heute um 21 Uhr startet folgendes Gewinnspiel. Das ist in knapp 20 Minuten. Emerald Evil We are ein Retro-Shooter für Steam. Ja, ähm, müsst ihr nur in die Gewinnspielkategorie, dann auf die Tröte oder Partyhütchen was drücken. Nächste Woche Freitag wird das Ding automatisch ausgelost. Discord-Link ist oben in der, im Chat, in der Videobeschreibung. Und die ganzen blöden Bots dürfen gerne draußen bleiben. Ja, die werden sowieso gelöscht, nachdem ihr die ganze Community immer angepinkt habt. Ja, ist schlimm zur Zeit, Leute. Wir, also mittlerweile ist das, das Gefühl, hier täglich mittlerweile irgendwelche Bots. Aber wir haben uns geeinigt, wir sind groß genug und berühmt genug, dass Bots sich für uns interessieren. Das ist ja auch schon mal was. Ne? Man muss das Ganze auch ein bisschen positiv sehen. So. Ja, wie gesagt, discord gewinnspiel 21 Uhr bei uns. Äh, macht gerne mit, joint gerne. Und wenn ihr nicht joint, verpasst ihr was. Ne? Ist ein toller Discord auf jeden Fall. Mega-Discord. Stoßt gerne hinzu. Es äh, gibt auch Insat Coins in Herne. Da ist auch ein Flipperfall mit regelmäßigen Tagen der offenen Tür. Ja, das muss ich, das muss ich mal, mal googeln. Insat Coins, ja, ich google das mal. So, und SuperDexterMafia hat das gestern auf der Quest 2 weitergespielt, Emmet Evil, und er sagt, es ist ein sehr cooles Retro-Spiel, das ist es auch. Mitmachen lohnt sich, ne? So, Mutti hat Essen fertig, danke für die News und schönen Abend noch. Ja, Grüße an die Mutti, guten Appetit, mein Essen liegt da. Das esse ich ja immer nach den News, ne? So, die Lichteffekte sind schön bei Emmet Evil. Okay, so, jetzt machen wir natürlich noch die sagenumwobenen Charts. immer beim Trinken. Ich muss mir einfach lassen mit meinem Trinken hier. Schatz, 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 machen wir Schatz. Und die Metaschacht. Also wie ich schon sagte, Max Mustard ist nicht mit drin, hat es nicht geschafft. Und dann wird das auch nur über ein Zell funktionieren. Also es muss da wahrscheinlich ins Zell kommen. Dann werden wir es vielleicht mal in der Top 25 sehen. Handphysics Lab bleibt zweite Woche mit drin, rutscht aber auf 25 ab. Zehn sind Zinners. War ja zweimal auf Platz 2, zwei, zwei Wochen durch den Sale. Und seitdem kann es sich in der Top 25 so gerade knapp noch halten. Also jetzt wieder sechs Wochen am Stück ist Walking Dead wieder so ein Buschel angesagt. Walkabout Minigolf, ja, entgeht der 25, beziehungsweise dem Rauswurf aus der Top 25. Nehmen jetzt wieder einen Platz, klettern auf die 23. Assassin's Creed konnte wieder einen Platz gut machen, fällt doch nicht raus. Also auch das ganze Jahr komplett in den Charts vertreten. Richie's Plank auch komplett vertreten, schon das ganze Jahr, aber zwei Plätze wieder gefallen. Äh, Five Nights at Freddy jetzt sieben Wochen wieder mit dabei, aber zwei Plätze gefallen auf der 20. Und der komische Vollnarkose-Arzt konnte sogar noch sich einen Platz verbessern, jetzt auch sechs Wochen wieder mit dabei und auf 19. In der Tennis seit sechs Wochen mit wieder vermehrt Tischtennis gespielt, jetzt auf der 18, drei Plätze gestiegen. Ja, Paints the Tone Red. Es rutscht nicht sofort komplett durch. Also fünf Wochen am Stück hat es jetzt durchgehalten in der Top 25. Es könnte sein, dass wir es nächste Woche auch nochmal sehen. Aber ich glaube, das war es dann. Aber selbst die fünf Wochen sind sechs Wochen zu viel in der Top 25 für das Spiel. Meine Meinung. Drunken Buffet? Ja, ihr wisst, ne, kommt die Nummer. Handy? Wolltest du ein Handy? Erstmal eine Nummer, ey. Hier, meine Nummer. Wolltest du auch meine Nummer? Hier, komm. Ja. Merkst sie dir? Merkst sie dir? merkt dir meine Nummer, Edu? So, der Ingo ist auch da. Ich grüße dich natürlich. Na, guck mal, Leute, kann ich jetzt immer schön sehen, wenn die Charts kommen? Ne? Sind direkt über 10 Leute weg. Die interessieren sich nicht mehr für Charts. Okay, aber egal. So, machen wir weiter mit Medieval Dynasty. Ich habe es jetzt gelernt. Ist leider 7 Plätze gesunken. Jetzt auf 15. Aber es wird nicht einfach komplett durchgereicht. Dritte Woche in Folge in den Chart. Wir schauen mal, wie lange das Spiel durchhalten kann. Sheldon Staff, ein Platz gefallen auf der 14, aber seit neun Wochen wieder sehr, sehr angesagt, dieser Titel. Dann haben wir Golf Plus. Da müssen wir schauen, ob jetzt demnächst dann, wie heißt das hier? Wie hieß das? Ultimate Swing Golf, ja, vielleicht, Golf Plus den Rang ablaufen kann. Contractors, zwei Plätze gestiegen, jetzt auf der 12. Super bleibt auf der 11. Vier Wochen in Folge mittlerweile. Ja, auch Creed, vier Wochen in Folge auf der 10. Und Zuloss of Fight, zweite Woche in Folge auf der 9. Also hat sich nicht viel getan da oben, wie man sieht. Ghost of Tabor fällt. Ein Platz ist aber immer noch in der Top 10 und seit zehn Wochen jetzt mit dabei. Dann Bowneb, drei Plätze gefallen, aber auch das ganze Jahr natürlich schon dabei. Pavlov Check, sie habe mich da neu reingeschrieben, haben mich verhauen. Das ist nicht neu, das ist äh, Platz 6, zweite Woche in Folge. habe ich mich auch verhauen? Mein Gott, ist auch nicht neu. Ist auch seit zwei Wochen auf Platz 5. Das ist neu, deswegen habe ich hab das neu nicht rausgenommen, weil, wo ich die Bilder gemacht habe. Okay, Contractors Showdown ist neu auf Platz 4. Jetzt eingestiegen, man kann es ja jetzt vorbestellen. Es erscheint jetzt Ende des Monats und ja, das wird wahrscheinlich länger in der Top 10 Verweilen, da gehe ich jetzt einfach mal von aus. So, dann haben wir Job Simulator, da passt es wieder mit den Zeichen. Dritte Woche in Folge auf 3. Blade and Sorcery, vierte Woche in Folge auf 2. Und natürlich die ewige Nummer 1, 15 Wochen auf Platz 1. Und wir haben, glaube ich, Halbzeit, was den Rekord angeht. Es war ja irgendwas um 30 Wochen, ne? Also es tendiert langsam wieder in diese Richtung, dass... Ähm wir mal wieder eine neue Nummer 1 brauchen, so langsam, ne? aber Contractors Showdown könnte es eventuell schaffen, da mal Peter mal wieder für ein, zwei Wochen mal vielleicht vom Platz 1 zu verdrängen, müssen wir schauen. So. Ja komm, ich mach dir komm. So, weiter mit den Pico-Charts und das ist wirklich eine ja, komplett fast nur noch Neueinsteiger-Woche gewesen. Seaboard steigt neu ein auf der 20. Dann haben wir Township Tales steigt neu ein auf der 19. Dann haben wir Synthriders, 14 Plätze gefallen. Hier haben wir wieder so ein bisschen Charts-Ambiente, aber sogar drei Wochen in Folge unter den Topsellers im Pico-Store. Job Simulator auf 17 neu. Dann haben wir Rikos Fragments, glaube ich, jetzt zum dritten Mal dabei, ne? Ich glaube, dreimal hatten wir jetzt schon in den Pico Charts. Auf Platz 16 steige ich das mal wieder neu ein. Dann haben wir Townscaper We das habe ich noch in gar keinen Charts irgendwie gesehen. Jetzt hier auf Platz 15 neu eingestiegen für die Pico. Virtual Fighting Championship. Auch hier musste ich glaube ich ein Bild suchen. Ja, genau, das hatte ich glaube ich auch noch nie für die Charts. Platz 14. Dann haben wir den Moonplayer, 7 Plätze gestiegen. Und dann haben wir alt, deutsch, Joint chronos. Auch da musste ich ein Bild suchen. Hatten wir auch noch nie in den Charts. Auf 12 neu eingestiegen. Survival Nation. Ja, lange, lange ruhig gewesen. Ne? Survival Nation war ja ein bisschen angesagt auf der Pico, als es erschienen ist. Und jetzt äh, war es dann erstmal ein bisschen ruhiger um den Titel. Jetzt sind sie wieder da, auf Platz 11. Smash Drums. Ja, ist öfters in den Pico-Charts. Drei Wochen am Stück jetzt dabei. Auch drei Plätze gestiegen. Wieder in der Top 10. Im Mangas. Sechs Plätze gestiegen. Jetzt auf Platz 9. We Real, we Are Fishing sogar acht Wochen schon dabei auf der Pico, jetzt auf acht, vier Plätze gestiegen. Only One Sports, wir sogar elf Wochen dabei. Also ist wirklich eins der besseren Spiele, was auf der Pico läuft. Vier Plätze gestiegen auf der sieben. O-Shape, wieder neu mit dabei, steige ich direkt auf sechs ein. Dann haben wir Sunshine auf der fünf, ja. Oh, direkt mit richtig kleinen Knallie wieder gestartet. War aber glaube ich, im Cell, kann das sein? Irgendwie war da was, ne? Uh, Flutlinia 2, okay, auf Platz 4 neu eingestiegen. Blaad Sorcery, auch das war raus aus den Pico charts jetzt auf 3 wieder drin. Bist du Web 2, okay. Und auf 1, ihr könnt es euch schon denken, ja, das ewige Gebiet ist aber ohne Würfel Ritual. Desktop auch hier 15 Wochen am Stück dabei. So, ja, das waren die News mit der ein oder anderen kleinen Panne heute. Ja, ich bitte das zu entschuldigen, aber okay, ist warm. Ja, aber sonst war es ja eine Runde Runde, muss ich sagen. Ja, nächste Woche äh, wahrscheinlich auf jeden Fall live. Äh, bis jetzt sieht so aus über nächste Woche. Da könnt ihr euch schon mal noch einstellen. Da werde ich es wieder auf den Montag schieben. Also den 14 Tagen, in Samstag da dann keine News. Live, die kommen dann Montags, weil ich da das Wochenende wieder nicht kann. Ja, aber nächsten Samstag auf jeden Fall. Soweit bis jetzt sieht das so aus, als wenn die Samstag live kommen. Äh, live kommen sie auf jeden Fall, ne? Also Premiere können wir abhaken. Ne? Das hat sich erledigt. Es hat nur die Frage, ob Samstag oder Montag. Aber äh, sieht wie nächste Woche auch Samstag aus. So. Montag. Nein, übernächste Woche Montag. Ne? Übernächste Woche. Also nächste Woche Samstag wahrscheinlich. Ne, so sieht es noch aus. Aber dann den Samstag kann ich nicht, das kann ich jetzt schon sagen. Dann ist auf jeden Fall Montag. So. Gut, Leute. Ich sage vielen vielen Dank fürs Zuschauen. Mein, uh, mein Essen nicht da. Ja, ich habe schon ein bisschen wieder Hunger. Ihr kennt das, ne? Und ähm, ja, freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Däumchen, wie gesagt, würde ich mich freuen. Wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Es wird jetzt eine kleinere Pico-Woche. Ne, habe ich ja gesagt, weil ich jetzt die ganzen Pico-Spiele bekommen habe. Aber wenn man zurückschaut, letzte Pico-Gameplay liegt, glaube ich, drei Wochen oder was zurück. Also ähm, Meter dann wieder, übernächste Woche wahrscheinlich, ne? ich habe auch nicht so viel für Meter, ich habe zwar ein, zwei Sachen angefragt, wenn ich die bekomme, schauen wir mal, also Samstag und direkt Montag, so sieht es derzeit aus, genau, nächsten Samstag, nein, nicht dann direkt Montag, dann übernächsten Montag, statt den übernächsten Samstag, oh, ich glaube, ich muss hier mal so einen Kalender einführen, ne? den kann ich euch dann hier nochmal so kurz anpinnen, ne? okay, auf jeden Fall erstmal nächste Woche Samstag, ne, da sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Gut, Leute, ich glaube, das war jetzt genug Verwirrung zum Ende. Ich wünsche euch einen super schönen Sonntag, genießt die warmen Tage und nächste Woche Samstag sehen wir uns dann wieder. Ich aus Auto raus, ciao, ciao.